Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans auf meinem Kanal Matze. Und wie ihr seht, geht es natürlich mit meinem Dorf weiter voran. Wir sind weiter am Ausbauen, Mauern habe ich wieder weiter ausgebaut. Die Kanonen sind hier gerade fleißig am Ausbauen. Ich glaube, das habe ich im letzten Video sogar begonnen. Jetzt habe ich hier noch eine weitere Luftabwehr gestartet zum Ausbau, denn gerade die Drachen machen mich in letzter Zeit halt oft fertig. Und deswegen brauche ich da halt noch ein bisschen mehr zum Schutz. Und ja, wir kommen den 10.000 immer näher, um den Barbarenkönig herstellen zu können oder den Barbarenkönig bauen zu können. Und das ist doch mal eine feine Sache. Außerdem sind wir im nächsten Clankrieg und der läuft. Er läuft gar nicht so schlecht. Also ich bin, sag ich mal, relativ stolz auf euch, also stolz auf die Leute, die im Clan sind, weil wir halt sehr aktiv diesmal sind. Ne? Also wir haben 34 von 50 Angriffen bisher. Es steht jetzt zwar 53 zu 60, aber die Gegner sind auch echt, echt schwer. Muss man wirklich sagen. Gerade wenn man sich die Basen anguckt. Die hatten, glaube ich, hier oben, ja, zweimal halt diese. Ich glaube, das ist die müsste die 9er sein, 9er Rathaus 9 und dreimal, glaube ich, hier war, glaube ich, dreimal Rathaus 8 und wir haben halt eigentlich nur dreimal Rathaus 8, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sehe das bei den Zerstörten halt nicht mehr und von außen sieht man das jetzt so nicht. Aber ich glaube, die drei, also Black Inferno, Orbit Reaper und Keks müssten alle Rathaus 8 haben. Vielleicht Dynamo auch noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber im Vergleich halt, ne? Ist es halt ein bisschen krass. Und deswegen ist es schwierig. Wir müssen mal gucken, ob wir es jetzt noch in den 4 Stunden hinkriegen. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Angriffe frei. Allerdings habe ich das Gefühl, dass der Black Inferno hier inaktiv ist. Leider. Hat noch beide Angriffe nicht genutzt. Das könnten die entscheidenden Angriffe sein. Orbit hat mittlerweile auch beide Angriffe genutzt. Der hat da auch noch lange Zeit auf sich warten lassen. Ja, und sonst, Pascal hat hier oben noch einen Angriff frei. Berke ist inaktiv. Der ist schon einmal aus dem Clan rausgeflogen. Hat mir dann versprochen, dass er diesmal aktiv sein wird. Und jetzt ist es wieder dieselbe Scheiße. Fliegt auf jeden Fall definitiv dann wieder raus. Und wird dann auch nicht nochmal wieder reinkommen dürfen. Denn dafür ist der Clan halt nicht da. Wir brauchen aktive Leute. Ihr seht, so zwei, drei, vier Angriffe sind entscheidend halt, ne? Und wenn du dann halt so eine inaktive Lusche da hast, hier hast du auch noch einen inaktiven Barbo und auch nicht einmal angegriffen. Wobei das bei denen hier unten jetzt mittlerweile Blocks, kann mittlerweile sogar sein, dass die nicht angreifen, weil unten halt schon alles zerstört ist und die weiter oben nichts reißen können. Ich habe beide Angriffe mit 3 Sternen gemacht. Liegt aber auch darin, dass meine Nummer, eigentlich sollte jeder seine Nummer angreifen. So, hat aber am Anfang direkt wurde da wild durchgemischt, weil irgendjemand halt falsch angegriffen hat und dann hat sich das alles verschoben. Am Ende waren die besten, die ich angreifen konnte, 17 und 19. Meine Alternative wäre gewesen 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und das wäre einfach zu krass gewesen. Da hätte ich keine Chance gehabt. Deswegen, ja, musste ich dann weit unten angreifen. Das war dann für mich kinderleicht. Habe ich dann easy platt gemacht. Ich glaube, ich habe sogar nur die Hälfte der Einheiten jedes Mal gebraucht. Ja, ich könnte euch die beiden Angriffe vielleicht sogar nochmal im Video zeigen. Ich werde euch in diesem Video auch nochmal 2 Basen aus dem Clan zeigen. Ich zeige euch eben nochmal meine Angriffe aus dem Krieg. Da. Ich spule das einfach mal schnell durch. Guckt euch die Base an alleine. Das ist gar, für mich sind das gar keine richtigen Gegner mehr. Am Anfang habe ich halt erstmal versucht, die rauszulocken. Ne? Den Babydrachen und die Ballons. Dann habe ich halt meine Riesen vorgeschickt. Ja, ihr seht selbst. Das ist halt kein Ding irgendwie. Ich habe wirklich, ihr seht ja hier selbst, ich habe noch 25 Bogenschützen am Start und 3, ja, jetzt habe ich sogar noch ein paar Bogenschützen geschickt. Das mache ich manchmal einfach nur, damit das Team im nächsten Krieg passt.
Sonst habe ich da auf einmal viel zu viele Bogenschützen und andere Einheiten nicht dabei, weil ich ja meistens schon alles vorproduziert habe. Und das ist halt kacke. Hier ist gerade wieder jemand Neues beigetreten. Ja, warum kann ich die Beitrittsanfrage gerade nicht annehmen? Seid ihr komisch. Warte mal. Ah, jetzt. Jetzt. So, das können wir auch noch mal eben machen. Dann können einige sich hier im Video verewigen. So, und ja. Der zweite Angriff war eigentlich genauso, deswegen scheiß mal drauf, brauchen wir uns nicht geben. Was ich in dieser Folge halt nochmal machen wollte, ist, ich wollte euch nochmal eine Base von einem aus dem Clan zeigen. Und wir haben immer noch ein paar Plätze frei, ich weiß gar nicht. Mittlerweile müssten wir sogar schon relativ voll sein, also es kommen echt viele Leute in letzter Zeit dazu. Ja, wir sind jetzt schon 43, es werden aber auch einige jetzt halt im Clankrieg wieder rausfliegen. Einige haben halt nicht angegriffen, andere haben falsch angegriffen. Wir müssen mal schauen, wir werden das Ganze noch klären, aber die, die nicht angegriffen haben, werden auf jeden Fall rausfliegen. Zumindest die, die aus gutem Grund nicht angegriffen haben, wie zum Beispiel, ohne Grund nicht angegriffen haben. Die, die aus gutem Grund nicht angegriffen haben, da müssen wir nochmal gucken. So, weil wenn da kein Gegner mehr verfügbar war für die, dann geht das auch nicht. Kann ich auch verstehen. Ich brauche auch nicht jemanden angreifen, der halt 7 über mir ist. Das ist totaler Quatsch. Aber ich konnte dann halt sicher unten die Sterne holen. Während die vielleicht Probleme gehabt hätten, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall wollte ich nochmal eine Base zeigen. Ich weiß nicht, wen hatte ich denn jetzt schon alles gemacht? Ich glaube, ich hatte Mario, Keks hatte ich, Speed Russ. Hatte ich Dynamo schon? Ich glaube nicht, ne? Wir machen mal Clash with Hottie, gucken wir uns mal an. Wenn er denn diesmal heil ist. Ne, ist wieder kaputt. War beim letzten Mal schon. Der ist übrigens, Clash with Cotty ist mein Vize-Clan-Anführer. Oder Vize-Clan-Führer, wie auch immer. Oder Vize-Anführer. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass wenn er hier irgendwelche Nachrichten schreibt, mit so und so hat das zu laufen, dann sollten die Leute im Clan auch darauf hören. Und er hat halt auch gesagt, jeder greift seine Nummer an, hat er extra eine Clan-Nachricht für fertig gemacht. Das heißt, wer nicht auf ihn hört, der hört quasi auch nicht auf mich. Und wer halt dann der Meinung ist, ja, das zu missachten, der wird wahrscheinlich auch rausfliegen. So streng es auch klingen mag, das Ding ist einfach, man braucht halt ein bisschen Disziplin da drin. Und Clash with Cotty ist hier der Stärkste im ganzen Clan, hat die meiste Erfahrung. Ich weiß nicht, wie lange der das Spiel schon spielt, aber er ist Level 126, wahrscheinlich schon 2-3 Jahre. Und wir können wahrscheinlich fast alle noch von ihm lernen und ich finde es ganz gut, dass er mir hier unter die Arme greift. Und wer damit ein Problem hat, sorry, der muss dann halt auch einfach gehen, so. Ganz ehrlich. Und ja, wir versuchen das Ding halt jetzt gerade wirklich mal ein bisschen auf die Schiene zu bringen, dass wir hier wirklich der Clan effektiv nach vorne kommt und wir hier unsere Clankriege positiv bestreiten können. Und das sah ja jetzt auch wieder nicht schlecht aus. Also letztens gewonnen, diesmal hatten wir wirklich gute Gegner und sind nah dran zu gewinnen. Wir müssen mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Ich denke, es wird eher eine knappe Nummer, vielleicht eine knappe Niederlage. Aber egal, Kopf hoch, die Nächsten werden dann dran glauben. Und jetzt gucken wir uns mal hier bei Dynamo die Base an. Ja, der hat auch so ein Tannenbaum. Quasi. Das ist, wirkt so, als wenn das die beliebteste Aufstellung oder die beliebteste Variante wäre. Ich habe das Gefühl, genau das hatte ich jetzt letztens schon mal gesehen. Nicht, dass ich mir jetzt gerade das doppelt zeige. Aber ich glaube, irgendjemand sah genauso aus. Genau. Ja, sieht sehr ähnlich aus. Oder war es doch jemand anders? Ich glaube Keks, genau. Keks sieht halt sehr ähnlich aus. Der hat hier auch diese Skelettfallen. Ja, scheint eine sehr beliebte Variante zu sein. Meins geht eigentlich sogar, wenn man sich das mal so anguckt, wenn das nicht teilweise noch Mauern fehlen würden, sieht es sogar so ein bisschen so ähnlich aus. Ja, ich muss halt noch dran arbeiten. Die Mauern müssen noch gemacht werden ein bisschen. Ich habe gerade wieder keinen Arbeiter frei, aber heute werden 3 Stück frei. Deswegen habe ich hiermit schon mal angefangen. Und ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal einen Angriff. Oh. Was ist denn, hä?
Nee, egal. Ich sage auf jeden Fall hier Hallo YouTube, ne? Leute. Liebe Grüße gehen raus an die Leute, die hier geantwortet haben direkt. Und dann zicken die sich hier auch gerade wieder an, erstmal. keine Ahnung, ein. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal einen Angriff. Einen können wir nochmal raushauen. Wir haben jetzt sowieso gerade keinen. Keinen Schutz und nix. Von dem her können wir ruhig jemanden angreifen. Da geht uns nichts verloren. Außer vielleicht, dass uns dann mehr geklaut wird. Beim nächsten Regenschlag. Aber das ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. So, hier. Hier könnten wir angreifen. Das sieht gut aus. Guck mal, 291.000. Der hat das Gold nicht eingesammelt. Das heißt, das Gold ist hier unten. Er hat keine Clanburg. Das heißt, wir müssen hier unten eigentlich nur reinstürmen. Klatschen die hier weg. Einmal die Lane ist lang hier. Und dann haben wir es eigentlich schon. Dann können wir zumindest hier unten alles abräumen. Das sieht gut aus. Machen wir. So, dann mal ran da. An den Speck. Ich hau direkt einmal eine Heilung drauf. Okay, hier sind also anscheinend auch noch die Fallen versteckt. Also ein Tesla war da noch. Was habe ich hier eigentlich noch? Ein Drachen. So, schicken wir den nochmal dazu. Ach so. Wo ist die nächste Luftabwehr? Auf der anderen Seite. Okay, dann schicke ich hier beide Healer mit rein. Guck mal, wir haben die Kohle schon fast komplett geholt. Ich würde sagen, wir holen uns das hier jetzt nochmal eben. Da muss ich nochmal ein paar für opfern. Aber das lohnt sich. Jo. Dann haben wir nämlich das komplette Gold schon. Und jetzt geht es mir nur noch darum, Stern zu holen. Weil ganz ehrlich, wir haben es sonst eigentlich. Und den Stern kriegen wir auch noch, indem wir hier einfach den... Ach so, fuck, da ist auch noch was. Das habe ich jetzt gar nicht geahnt gehabt. Komm, haut den... Ihr müsst den... Ja, komm, haut ihn weg. Na gut, ich hab... Ja, kriege ich die sogar noch komplett raus? Ja, sauber. Haben wir das Dunkelelixier auch noch rausgeholt. Und haben 60%, also kriegen auch... Ja, ist nicht schlimm. Scheiß drauf, wir haben alles rausgeholt, was ging. Und das ist das einzig Wichtige, wirklich. Am besten dann noch halt wenigstens einen Stern, dass man zumindest nicht verliert an hier Pokalen. Und dann passt das, Leute. Schön abgesahnt. So, so ist eigentlich nur noch meine Strategie. Ich suche Gegner mit viel Kohle und die ich schnell außen ab. Also die ich schnell außen abfarmen kann, weil das noch in den Minen ist oder in den Elixierpumpen oder Elixiersammlern. Und dann läuft das. Guck mal, und jetzt sind wir richtig nah dran, die 10.000 Dunkelelixier zu holen. Aber so wie ich das kenne, wird uns demnächst jemand angreifen. Und dann haben wir erstmal wieder... Verlieren wir wahrscheinlich erstmal wieder, weiß ich nicht, ein Tausender oder so. Oder, ja, Tausender kann gut angehen. Ja, wir hauen jetzt hier neue Einheiten rein zum Ausbilden. Und ich würde sagen, das war es dann schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Warte mal, was haben wir denn hier draußen noch an Einheiten? Gar nichts mehr. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.